Ja, Herr Präsident, Herr Kommissar, verehrte Kollegen und Kolleginnen! Bei dem Thema Tiertransporte schlagen immer wieder die Emotionen nach oben, weil sie geschürt werden durch Bilder von Tieren in Transporten, die nicht unbedingt dem entsprechen, was wir sehen wollen. Das Problem ist, dass wir heute schon Gesetze und Richtlinien haben, die nicht überall umgesetzt werden und auch nicht überall ausreichend kontrolliert werden. Und deswegen kommt es zu solchen Bildern. Wenn wir aber uns mal darauf besinnen, wenn wir Gesetze und Richtlinien machen, dass wir die auch aufgrund wissenschaftlicher Daten machen müssen, dann sollten wir auch beachten, dass wir auch Ursachen in Europa haben, die dazu führen, dass wir lange Transportwege haben. Wir haben hier im Europäischen Parlament die Richtlinien entworfen, die dafür sorgen, dass wir lange Transportwege haben, weil wir zunehmend höhere Hygienestandards haben, zunehmend höhere Anforderungen an Transport, Gesundheitskontrollen, die dazu geführt haben, dass wir viele, viele Schlachthöfe verloren haben, die dieses nicht mehr von den Kosten her schaffen konnten. Wenn wir also etwas erreichen wollen für kürzere Transportzeiten, dann müssen wir die Rahmenbedingungen verändern. Und vor allen Dingen müssen wir etwas zum Schutz der Tiere tun, indem wir die jetzt bestehenden Richtlinien endlich einmal in allen Mitgliedstaaten umsetzen und auch dazu führen, dass wir die durchweg kontrollieren. Ein weiteres Problem ist, dass wenn wir nur noch wenig Schlachthöfe haben oder kurze Transportwege, dass die Landwirte keine Auswahl mehr haben. Das heißt, sie werden gezwungen, an den nächstliegenden Schlachthof zu transportieren und haben damit einen Ausschluss vom Wettbewerb. Und auch dieses müssen wir dabei bedenken. Und ich denke, dass der Bericht, den Herr Wojciechowski vorgelegt hat, ein sehr guter Bericht ist und wir ihn so unterstützen können. Danke.